Hey Leute, leider ist das Spiel abgestürzt. Wir hatten bis zum Tag gewartet, da war es ein bisschen heller und waren in Richtung. Ja, jetzt ist das Wetter scheiße. Na toll. Okay, auf jeden Fall schön zu sehen, dass das Wetter zufallsabhängig ist. So ein bisschen wie im echten Leben. So, hier gibt es die Massenschlacht. Der werden wir diesmal nicht beiwohnen. Einfach durch. Und zwar nicht zu schnell, sonst rennen wir noch jemanden über. Sonst überrennen wir noch jemanden und kriegen Kopfgeld und so. Ich mag kein Kopfgeld. Kopfgelder sind für böse Menschen. Und ich bin lieb. Oder? Naja, auf jeden Fall. Hier wäre halt noch ein Ancient Nord Tomb, ne? Korvanyund heißt das Ding. Auch hier gibt es einen Kampf, lustigerweise. Die häufen sich gerade aber auch absurd. Naja, Fakt ist, normalerweise wird das hier von Banditen bewacht. Die sind jetzt sichtlich verhindert. Und wir können uns überlegen, wie wir diese Tür hier aufkriegen. Es ist eine Mastertür. Okay, es muss einen Schlüssel geben. Vermutlich. Okay, was auch immer auf mich geschossen hat, muss ein Bandit sein. Weil die Soldaten ignorieren einen normalerweise. Ja, die sind instant weg. Die haben keine Chance. Haben auch zwei Iron Ingots. Ich nehme die mal mit. Aber ich bin natürlich mehr auf der Suche nach dem Schlüssel gerade. Jemand von euch vielleicht einen Schlüssel dabei? Silver Necklace, warum nicht? Kein Schlüssel soweit. Das ist schade. Ach, aber hier oben ist, glaube ich, ein. Ah, ich verstehe. Hier oben ist ein Eingang ohne Schloss. Und wahrscheinlich kriegen wir da drin dann den Schlüssel für das Schloss unten. Okay, Korvanyund Tempel. Wahrscheinlich werden Banditen auf uns warten. Es ist halt nur ein Draugergrab deshalb. Scheiße. Okay. Die nächsten Schritte werden jetzt entscheidend, glaube ich. Scheiße. Das war auch noch der falsche. Ich wollte eigentlich Yol machen. Ja, genau. Okay. Der Blitztyp ist tot. Der ist tot. Wer schießt? Du. Na! Also diese Mannstoppwirkung des Hammers, also ich meine jetzt die bloße Tatsache, dass die natürlich weglaufen, sobald sie getroffen werden und demnach 3 Sekunden gestunt sind, sozusagen. Das ist auf jeden Fall geil. Es ist sogar so geil, dass ich es ungern für diese dämlichen Banditen hier ausgeben möchte. Weil, naja, ihr wisst ja. Es wird ein bisschen dauern, bis wir den Hammer aufladen können. Hätte ich das vorher gewusst. Deshalb lasst uns lieber zur Silberwaffe greifen. Passt zwar nicht gegen die Banditen, aber naja. So, habe ich das Healing Poultice noch? Nein. Sehr schade. Dabei mag ich Healing Poultice, ist doch so. Ihr müsst euch halt vorstellen, hätten wir Restoration geskillt. Allein schon ein Perk-Punkt. Und die gesamte Problematik bezüglich Heilung gäbe es halt gar nicht. Aber naja, wir haben uns dagegen entschieden. Es passt einfach nicht zum Charakter. Ulf ist kein Magier. Und Enchanting ist nochmal was ganz anderes als mit Magie um sich werfen. It won't budge. Ist vermutlich der Rückweg. Okay. Zwei Banditen. Du kamst überraschend. Na, ah, hat uns getroffen. Nee, kein Mercy für dich. Leute, wir sind Level 20. Ja, lass das mal. Das war's mit den dreien? Wir sind Level 20, das bedeutet, wir können jetzt tatsächlich draußen, also sobald wir wieder draußen sind, die Quest in Dawnstar mit unserem Haus anfangen.
Außerdem heißt das, wir haben einen Skillpunkt. Könnten wir direkt in Verzauberung stecken. Werde ihn mir erstmal aufbewahren, noch ein bisschen drüber nachdenken. Aber eigentlich bin ich mir relativ sicher. So, habe ich jetzt... Ja, ich habe das Gefühl, durch die 5 Health, die ich jetzt habe, habe ich auch ein Tragegewicht dazu bekommen. So war es im normalen Skyrim, ja. Also Health hat Tragegewicht gegeben. Ich weiß nicht, ob es in Requiem auch so ist. Wenn es so ist, wäre es natürlich schön. Weil unser Problem dann irgendwann nicht mehr so groß ist. Unser Trageproblem. Jetzt kommt der Lieblingsmoment. Boah, das hat ihn in Stücke gerissen. So. Oh, ich werde immer noch angeballert. Von wem? Da hinten. You're a disgrace to your own kind. Ich zeig dir mal gleich Disgrace in die Fresse, Alter. Was? Hier, nimm ein bisschen Disgrace in deine Fresse. In deine Disgrace. Be careful? Ist das dein Ernst? Be careful, sagt sie. Nachdem ich ihr mit dem Schwert den Kopf in zwei Hälften, nicht drei Hälften, das wäre sinnlos, geteilt habe, sagt sie, be careful. Sie ist leer. Jemand hat die Truhe leer gemacht. Sie war unverschlossen, aber jemand hat sie leer gemacht. Ich wollte looten und dann ist hier nichts. Naja. Wenn der Inhalt nicht mehr in der Truhe ist, muss die Truhe im Inhalt sein. Quatsch, muss der Inhalt irgendwo anders sein. Vielleicht da oben? Ah, ist hier vielleicht irgendwo ein Radio auch. Och nee, jetzt fall doch nicht runter, Ulf. Bist du bescheuert? Da unten wäre noch eine Truhe gewesen. Okay, folgendes. Das war um ein Vielfaches angenehmer als der normale Weg. Apprentice. Hast du es auch, wenn das passiert? Es passiert relativ selten. Ancient Nord Great Sword. Naja, wenigstens haben wir einen Skillpunkt dazu. Bald können wir bessere Schlösser öffnen. Ich verspreche es euch. So. Das ist jetzt der untere Weg. Da ging halt noch ein Weg nach oben ab. Das hier ist eine neue Halle. Okay, also sollte ich den Weg nach oben erstmal checken. Entschuldigung dafür, ich wusste nur nicht, wo es lang geht und alles. Da drüben ist das. Wetten, jetzt ist da nur eine Truhe mit Dirt drin. Weil es in Skyrim ja auch Dirt in Truhen gibt. Ich glaube, extra für mich würden die das einführen. Na? Trüchchen? Nee, ein ganz anderes Räumchen. Das überrascht mich jetzt. Komme ich hierher? Kann das sein? Ja, ich komme hierher. Also, ich glaube ja nicht, dass sie... Ja. Ja, ich bin mal wieder in die Falle getappt. Es ist immer dasselbe. So, rüber hier und dann hier durch. Und dann ist da um die Ecke auch schon ein schöner Raum. Und da werden wir glücklich bis an unser Lebensende schmoren. Sieht Ulf nicht einfach fabelhaft aus, wie er versucht zu sprinten gegen das immense Gewicht seiner Rüstung. Ich finde, das ist fabelhaft. Corvojund High Halls. Hell, Hells. Hinter uns nur ein altes Buch. Okay, irgendjemand hat die Trauger hier getötet. Das macht mir dann schon ein wenig Angst. Ich habe eigentlich erwartet, gegen Trauger zu kämpfen. Na gut, wenn wir... Wenn wir Glück haben, wurden die Trauger nur von Banditen getötet. Und Banditen sind jetzt nicht die hellsten. Die krassesten. Gar nicht. Darauf freue ich mich gar nicht. Hahaha.
Na, da steht irgendwie eine Menge. Okay, krasse Menge an Gegnern. Ein Magier. Mehrere. Alter! Wie wir sie zerfetzt haben. Und es uns selbst kaum Schaden gemacht haben. Naja, das waren jetzt aber auch nur normale Banditen. Der Magier war gar nicht so krass. Irgendwie hat er nichts gemacht. Ich glaube, es war einfach nur, der hatte wahrscheinlich eine Schriftrolle, mit der er einen Toten wiederbeleben kann. Denn das habe ich gesehen. Ein wiederbelebter Toter, aber das war es dann auch schon. Scroll of Conjure, genau. Lightning Bolt hätte er auch noch gehabt. Das hätte uns vielleicht wehgetan, wer weiß. Soul Gem Fragments. Weiß nicht, ob die... Also ich glaube, im normalen Skyrim waren die wertlos. Hier in Requiem weiß ich es nicht. Vielleicht kann man daraus ja Seelensteine herstellen. Man kann auf jeden Fall Seelensteine herstellen. Okay, also entweder einer von euch hat die Klaue oder ich komme hier erstmal nicht weiter. Conjure. Unter dir liegt niemand, oder? Nein. Das ist jetzt ärgerlich. Ich hätte gerne herausgefunden, was dahinter ist. Naja, was will man machen? Also hier geht es anscheinend erstmal nicht weiter. Schade. Mann. This seems to be some sort of socket. Leider haben wir die dazugehörige Klaue einfach nicht. Ich hoffe mal, man kann Klauen nicht dungeonübergreifend wiederverwenden oder sowas. Denn ich habe meine gesamten Klauen im Pferd drin. Weil ich nicht dachte, dass ich die nochmal brauche. Aber das hier ist bestimmt eine eigene. Nur hätten wir die vorher finden sollen? Wäre das gegangen? Möglich gewesen? Oder... Naja, wo denn? Soweit ich weiß, habe ich auch alle gelootet. Ich werde auf jeden Fall nochmal durchschauen, ob ich alle gelootet habe. Und ich denke, das Durchschauen der Leichen werde ich mal offscreen machen. Hier sind ja jetzt keine Gegner mehr. Bis gleich. So Leute, ich habe es tatsächlich mal nachgeguckt. Corvanion gehört zu einer Quest, die wir jetzt noch nicht machen sollten. Außerdem bräuchten wir die Ebony Claw und die haben wir nicht. Also fällt das erstmal flach, war aber trotzdem ein cooler Dungeon, hat mir gezeigt, wie toll dieser Hammer einfach nur ist. Der Hammer ist voll der Hammer, also wirklich wortwörtlich. Jetzt sind wir schon fast wieder bei Whiterun. Dabei wollte ich hier eigentlich, naja, wie das halt so ist. Wohin wollte ich denn eigentlich? Ach ja, jetzt wollte ich natürlich nach Dawnstar. Okay, dann würde ich vorschlagen, wir nehmen diesen Weg hier. Markieren erstmal Dawnstar. Hier sind wir jetzt natürlich schon entlang. Hier sind wir vorher entlang. Das sieht man richtig. Wir könnten jetzt halt mal durch die Mitte. Ich glaube, das machen wir. Also wir biegen jetzt hier rechts ab. Und gehen aber nur ein bisschen durch. Und kommen dann einfach durch die Mitte nach da oben. Okay, schön. Zwei Trolle. Wäre ich Level 10 oder so, hätte ich jetzt so eine Angst gehabt. Wobei, selbst jetzt müssen wir noch Angst haben. Falls unser Jol verfehlt, machen die Trolle uns fertig. Ja, irgendwelche Banditen. Ich glaube, die sind es nicht wert. So, und jetzt müssen wir theoretisch... Genau, wobei ungefähr... Da wäre der Pfad, dem ich dann nach Süden folgen wollen würde. Bergsteigende Pferd mal kurz benutzen. Ist denn im Norden noch was? Oh, cool. Das hier... ist... ein Ort. Lasst uns gucken, welch Ort es ist.
Es handelt sich bestimmt um einen Teil der Schwarzweite oder so, ein Wahnsinn. Und da werde ich nicht mitmachen. Die war leer, klar. Hier ist Apprentice. Hm. 48. Ich glaube, wenn wir das Schloss hier öffnen, haben wir Lockpicking 48. Wir sind so kurz davor. Na gut, vielleicht noch nicht ganz. Hm, was ist das? Ist von außen nicht zu öffnen. Ist wahrscheinlich ein Rückweg einer Dwemer-Ruine. Die Frage ist, wo ist die Dwemer-Ruine? Ist sie nördlich von uns? Quatsch, ist sie da oben? Irgendwie denke ich bei oben immer direkt an Norden. Wegen der Kartensache. Also man könnte hier hoch. Hier ist auch ein Riesencamp. Stimmt, dieses Riesencamp wird dann ziemlich nah an unserem Haus sein. Unser Haus wird da ungefähr stehen. Stonehill Bluff. Da ist eine Truhe. Die Frage ist, was für eine Truhe ist das? Bitte sei nicht verschlossen. Attempt. Wir kommen wieder. Tschüss. Es war eine Freude. Da hinten ist noch eine Truhe. Aber ich glaube, das lohnt sich jetzt nicht. Nee, wir kommen wieder. Wird ja direkt vor unserem Haus sein. Es war eine Freude, Sie kennenzulernen, Herr Riese. Oh, hi. Es ist auch eine Freude, Sie kennenzulernen, Herr Zweiter Riese. Ich werde dieses Riesenlager sowas von ausräumen müssen. Weil ansonsten muss ich Angst haben, dass diese Riesen dauernd mein Haus angreifen. Da habe ich nicht so Lust drauf. Okay, hier ist der Pfad runter. Schade. Ich dachte, die Ziege fliegt gleich weg. Ich mag es, Ziegen wegfliegen zu sehen. Ziegen fliegen über Fliegen. Wenn Ziegen fliegen hinter Fliegen, Fliegen, Fliegen hinter Ziegen hinterher. Habe ich gerade rausgefunden. Nach jahrelanger wissenschaftlicher Analyse des Verhaltens dieser wunderbaren Kreaturen der Natur. Ups, ich wollte nicht in... Ja, wir haben zumindest aber eine Spruchrolle, mit der wir unser Pferd irgendwann heilen können. Das hatten wir noch nicht entdeckt. Da, ich wusste, dass wir über irgendwas stoßen werden, das wir nicht entdeckt haben. Fort Dunstadt. Fort Dunstadt. Dann wollen wir uns mal Fort Dunstadt von innen ansehen. Nehmen wir Feueratem. Vielleicht unseren krassen Kriegshammer noch dabei. Was heißt vielleicht? Ich hab ihn dabei. Oh, ich glaube, daran erinnere ich mich. Hier habe ich mich entschieden, dass schwere Rüstung und zwei Einhandwaffen kein guter Bild ist, mit dem ich Spaß habe. Also irgendein Charakter von mir ist hier gestorben, für immer. Sind das Magier? Das sind Magier. Das sind keine Magier. Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Wir haben eine Armbrust dabei. Ist leider nicht verzaubert. Okay, einer ist tot. Sofern die anderen sich nicht wehren wollen, sind sie gleich auch tot. Na. Talmor Justi... Och, nee. Talmor... der hintere ist der Magier. Ho! Ich wusste nicht, dass man da runter kann. Okay. Folgender Plan, wir hauen alle kaputt. Hier ist keiner. Die wissen, glaube ich, nicht, wie sie hier hinkommen. Kann das sein? No!
Die sind über Level 20. So viel ist sicher. Sonst hätten sie halt Angst vor dem Hammer. Der Hammer ist eine gute Test dafür. Nein! Nein. Surpassing. Und Flamebane. Gut. Wir haben jetzt nämlich noch Damage over Time. Ach, mach Deficient. Okay, Deficient hat gereicht. Gut. Alter. Ich glaube, das Gift ist immer noch auf mir, oder? Beziehungsweise das Feuer. Zweiter Remarkable Heiltrank. Habe ich Tanks Trance? Ja. Hau das mal rein. Braucht den zweiten Feueratem. No, Verschwendung. Noch ein Magier. Wieso habe ich mein Destruction jetzt verbessert, wenn ich von Feuer getroffen werde? Keine Ahnung. Okay, da ist noch ein Magier. Ich glaube, während wir brennen, kriegen wir halt auch mehr Schaden von normalen Angriffen. Zumindest ist das ein Nebeneffekt des Feuerzaubers, den man selbst lernen kann. Da kommt auch noch Blitztyp. Mein ewiger Endgegner, der Blitztyp. Das war eine krasse Schlacht. Leute, das war eine krasse Schlacht. Ich wusste nicht, dass das hier eine Talmor-Festung ist. Wirklich nicht. Naja, wir haben sowieso zu den Talmor keine Verbindung, keine positive zumindest. Offensichtlich. Offensichtlich gibt es Meinungsverschiedenheiten. Stelle ich an dieser Stelle fest. Haben die irgendwas Cooles dabei? Wahrscheinlich nicht. Es sind halt Talmor. Sie haben... Das ist gut. Sie haben halt meistens... Leichte Rüstung und Einhandwaffen. Und wir sind halt schwere Rüstung und Zweihandwaffen. Er hatte jetzt einen Elven Greatsword, aber ich habe ja schon eins. Elven Sword. Elven War Axe sieht natürlich toll aus. Items Enchanted are 4% stronger for 60 seconds. Auf jeden Fall sammeln. Heißt das, wenn ich den trinke und dann ein Item enchante, ist das 4% stärker oder ist nur die Verzauberung 4% stärker, während der Effekt hält? Ich weiß es nicht. Werden wir vielleicht irgendwann sehen? Ist auf jeden Fall ein Bandit. Ach, es könnte natürlich sein, dass die Talmor-Typen normalerweise gar nicht hier sind. Ja, ich glaube, das ist es. Die Talmor-Typen haben halt eigentlich die Banditen angegriffen. Und wir haben es dann mit den Talmor-Typen zu tun gehabt. Naja, wir haben jetzt nichts Unfaires von denen gelootet und wir mussten ja auch vor allem darum kämpfen. Die waren ja nicht angeschlagen. Insofern ist das okay. Wartet hier hinter noch was? Alter! Es wartet natürlich direkt der krasseste Typ von allen. Oh Gott, der kann auch richtig austeilen. Hier ist ja ein richtiges Massengrab geworden gerade. Potion of Healing, fair. Das freut mich sehr. Das freut mich fair. Gold Necklace, orkischer Bogen, ich weiß ja nicht. Baral Zendo. Okay, war offenbar der Barkeeper dieses kleinen Dorfes, bevor es überfallen wurde. Zuerst von den Banditen und selbige dann von den Talmor. So spinne ich mir gerade die Geschichte zurecht. Das ist cool. Die sind cool. Hier immer her damit. Okay, mehr scheint es hier nicht wirklich zu geben. Aber was heißt, mehr scheint es hier nicht zu geben. Also, das war eine coole Sache gerade. Hätten wir fast übersehen, Fort Dunstad. Genau, und hier durchführt nämlich, jetzt erinnere ich mich, hier durchführt praktisch ein Weg, der schnellste Weg von Windhelm und Dingsbums nach Dingensen Bumsen.
Das sind alles neue Städte, die sind dazu gemoddet. Mir ist gerade was aufgefallen. Da oben geht's rein. Also unabhängig davon, dass ich gerade mein Pferd gerufen habe, dass er wahrscheinlich sowieso nicht kommen wird, würde ich sagen... Ja. Danke, Pferd, dass du gekommen bist. Toni, war echt super von dir. Aber leider brauche ich dich gerade doch nicht. Okay, Commander's Quarters. Schauen wir uns die zuerst an. You picked a bad time to get lost. Danke gleichfalls. Na, nicht so gut. Obwohl, Feueratronach ist doch wohl geil. Ist doch wohl geil. Honeybrew Matt. Nein, danke. Matt, ich meine Meat. Ably Conjuring, Skooma. Ganz viel tolles Zeug. Nur sehr wenig davon. Sehr wenig ganz viel tolles Zeug. Oh, Flamebane, Icebane. Oh Gott, das sind gute Tränke. Das war's leider schon. Nichts zu sehen hier drin. Aber wir haben auch noch die Falltür. Und wir haben da hinten eine Tür, die ich fast übersehen hätte. Erstmal die Falltür. Vielleicht führt die ja nach da hinten. Ist sogar ziemlich wahrscheinlich, dass eine der Türen praktisch der Ausgang ist. Und die andere demnach, naja, der Eingang. Die haben echt keine Chance. Ja. So. Die Ratte kümmert sich um den Kerl. Oh! Aua! Okay, das war jetzt knapp. Dafür will ich den Hammer eigentlich nicht verschwenden. Oder seine Aufladung, besser gesagt. Hier ist noch ein Gegner. Na, verdammt. Okay, wir nehmen Deficient. Can't wait to count out your coin. Enough. Danke. Das war's auch. Okay. Das mit dem Hammer zeigt einem natürlich immer wieder, wie schwach man doch eigentlich ist, wenn mal die Rüstung wegfällt, wie es bei Schlägen mit Hämmern nun mal der Fall ist. So, wir haben ganz viel tolles Zeug gesammelt. Wir sind voll happy. Und ich würde sagen, wir suchen noch mehr tolles Zeug, damit wir noch mehr happy sind. So funktioniert Kapitalismus im Großen und Dungeon Crawling im Kleinen. Komm, geh auf. Danke. Ably Blacksmithing. Oh, das ist natürlich auch cool. Ja, das nehme ich mal mit. Es war gerade nur eine Bärenfalle. Ich habe mich aber echt kurz erschreckt. Oder erschrocken, wie man sagt. So, ist das Ale? Nee. Ich verspreche es auch, nach dieser Höhle hier, beziehungsweise es ist ja ein Schloss, aber nach diesem Schloss, dieser Burg, hier haben Kämpfe stattgefunden, so viel ist sicher. Ah, Sie haben die Skiva gegeneinander kämpfen lassen. Sehr toll. Naja, Fakt ist auf jeden Fall. Ups. Gut, geht auf. Nach dem Schloss werden wir jetzt aber wirklich, wirklich uns um das Haus kümmern. Das heißt, wir reisen zurück nach Dawnstar, werden unterwegs jetzt wahrscheinlich auch gar nicht mehr auf so viel treffen können. Sicher bin ich mir aber nicht, deshalb würde ich die Reise ungern offscreen machen. Toni. Du bist doch vor meinen eigenen Augen hier reingeritten. Okay, Leute, das Spiel ist abgestürzt. Ich habe Toni zu uns gerufen und aus irgendeinem Grund kam sie von da oben die Treppe heruntergeritten. Ich habe keine Ahnung, wie das passiert ist. Naja, wir wollen auf jeden Fall Richtung Norden. Das ist der Moment, wo ich mich umdrehen möchte. Okay, wir wollen auf jeden Fall Richtung Norden. Folgen dabei einfach diesem Weg und schauen, worüber wir so stoßen. Wenn wir über etwas stoßen, dann werden wir reinsehen. Wenn nicht, dann lassen wir es gut sein.
Da ist auch noch was. Es tut mir so leid. Aber ich kann nicht einfach an irgendwelchen Festungen vorbeireiten. Wie geht denn das? Das Fort Fellhammer, hier waren wir tatsächlich schon. Okay, dann den Weg zurück und jetzt rechts abbiegen nach Norden Richtung Dawnstar, Richtung unseres neuen Hauses, das wir errichten werden. Im Gedenken an all jene, die kein Haus haben. Oh! Ein Boetia-Kultist. Was kann der... Was kann der von uns wollen? Worauf man hier alles stößt. Einfach dadurch, dass man nicht schnell reist. Säbelzahn-Katze ist mir erstmal egal. Boetias Proving. Okay, was hat es mit dem Buch auf sich? Die folgende Nachricht ist klar. Wahr. Sie haben also Boetia beschworen. Ja, es gab Leute, die haben sie beschworen, wollten für sie worshipen praktisch, und sie hat diese Leute aber einfach verschwinden lassen in Pein und so, weil sie die Leute nicht als wertvoll genug sah. Overlooks Windhelm. Find her on the mount which overlooks Windhelm. Okay, Boetias Calling. Mount which overlooks Windhelm. Das ist uns jetzt dazwischen gekommen. Wir wollten ja eigentlich nach Dawnstar, aber das hier finde ich gerade irgendwie interessanter. Ich weiß nicht, ob ich die Quest von Boetia jemals gemacht habe. Und wie schwer sie ist, weiß ich natürlich auch nicht. Also, wenn einige von euch jetzt schon lachen. Naja. So, Boetias Calling ist... Windhelm. Das ist jetzt natürlich ein Riesenumweg. Okay, wir reisen nach Dawnstar, von da aus nach Windhelm. Ist auf jeden Fall gerade eine sehr interessante Quest. Das muss ich wohl zugeben. Das hier ist, glaube ich, der Weg nach Dawnstar. Wir reiten jetzt auch erstmal durch. Also wenn wir jetzt hier noch was entdecken, dann reicht uns das erstmal. Beziehungsweise dort in dem Riesencamp war ich ja bereits. Hier sehen wir dann auch schon das Meer. Da hinten dürfte Dawnstar liegen. Und dann können wir ja dank Better Fast Travel mit einem Schiff einfach nach Windhelm fahren. Wie es halt passend ist. Ich fand es immer sehr absurd, dass es im originalen Skyrim halt überhaupt keine benutzbaren Schiffe gab. Obwohl einige der Städte halt so liegen, dass man sich denken kann, dass es Sinn macht, dass zwischen ihnen Schiffe fahren. Wir könnten aber auch einfach das Pferd nehmen. Um ehrlich zu sein, werde ich das Pferd nehmen. Ich möchte nach Windhelm. Okay, kurz gucken, welche das sind, aber das sind die Khajiit, die wir schon kennen. Können mal gucken, was sie verkauft. So many refused. Take a look. Take a look. Alter, Alter,
Okay, das ist ein Glas-Crossbow. Macht weniger Damage als unser Crossbow. Das liegt daran, dass es ein leichter Crossbow ist. Die gehen schneller zu spannen, machen dafür weniger Schaden. Ich weiß nicht, ob das für unseren Charakter so sinnvoll wäre, um ehrlich zu sein. Eher nicht so, aber der sieht natürlich wunderschön aus. Wenn ich ihn jetzt nicht kaufe, wann kriege ich das nächste Mal die Chance? Aber das sind 10.000. Aber dann hätte ich erstmal ausgesorgt, ne? Bezüglich Crossbows. Ich denke, ich werde es nicht tun. Genau. Wir hätten die Möglichkeit gehabt, ihn zu kaufen, aber ich denke, ist jetzt vielleicht nicht so wichtig. Es gibt eine Mordserie in Windhelm. Oh nein. Oh, das erste Mal, dass wir in diesem LP in Windhelm sind. Aber wir werden direkt weiterreisen. Wir sind hier nur auf der Durchreise. Ich mag Windhelm eigentlich vom Design. Also, beziehungsweise ich mag Windhelm nicht. Aber ich mag es, weil ich es nicht mag. Denn das war ja der Gedanke hinter dieser Stadt. Sie sollte ja trostlos und böse wirken. Und das tut sie. So, ich denke mal, über den Dunmet Pass sollten wir da hinkommen. Der Dunmet Pass ist praktisch der Pass nach Morrowind durch die Veloti-Berge. Durch diese Berge kamen einst die morrowindischen Flüchtlinge vor gut 200 Jahren, vor 196 Jahren, um genau zu sein, im Jahr 4 der vierten Ära, dem sogenannten Roten Jahr, wo der Komet Bardau, das Ministerium der Wahrheit über Vivek, mit voller Geschwindigkeit in die Insel krachte und durch diese Eruption zum einen natürlich Vivek zerstört wurde, sowas von zerstört, und zum anderen nicht nur Vivek selbst, sondern die gesamten Askadia-Inseln eigentlich. Traitor's Post, später. Und zum anderen natürlich, der Vulkan. Tschüss. Der Vulkan Vardenfell, beziehungsweise der Vulkan der Gott Ur, der Rote Berg, dazu gebracht wurde, auszubrechen. Ich bin echt nicht gut darin, solche Sachen wiederzugeben. Aber wir könnten das Bergsteigerpferd benutzen. Weiß nur nicht, ob es das wert ist. Wahrscheinlich nicht. Okay. Wir müssen vorsichtig wieder runter. Dann ist der Dunmet Pass vielleicht der falsche Weg? Nee, ich sehe es. Ich sehe es. Da oben. Da oben ist der Ort von Boethia. Ich habe keine Ahnung, welche Quest uns erwartet. Das ist jetzt ein bisschen doof. Zurück zum Thema. Ich habe keine Ahnung, welche Quest uns erwartet. Ich glaube, ich habe diese Quest noch nie gemacht. Und wenn ich sie gemacht habe, kann ich mich gerade nicht erinnern. Ich weiß damit dann auch nicht, wie stark sie ist. Wie schwierig sie ist. Okay, da sind wohl diejenigen, die mich testen wollen. Der Kult von Boethia. Sie kämpfen auf Leben und Tod, mit Dolchen bewaffnet. Wir sind Lord Boethius Faithful. Have you come to test your metal? Wer ist Boethia? The Lord of Plots, Deceiver of Nations, Devourer of Trinimark, the Queen of Shadows, Goddess of Destruction, He who destroys and she who erases. I'll see you. Many are our Lord's lofty names. But they befit only us mortals. Intone her mighty names from now until the end of time. It is for naught. Names mean nothing to our Lord. She only cares for those who care for themselves, whose hearts are full of purpose, whose lives are full of deeds. Und das trifft auf mich zu. If you desire a glimpse of our dark mistress, then this is what you must do.
First, prove your tongue can wield a lie. Find someone, gain his trust, lead him to the shrine above. Next, instruct your thrall to touch the pillar of sacrifice. Its magic will ensnare him, rendering him helpless. Then, girded with certitude, plant the ceremonial blade deeply so that the waters of his heart wash over you. If your will is strong enough, it will stir Boethia in her dark mansion, and she will appear before us. I'll gut you like a horse. Werde ich machen. That remains to be seen. But if it is so, and if Boethia appears, then we will welcome you as one of us. Someone. Die Frage ist, wen können wir denn opfern? You were weak. Now you are dead. What signs have you left of your... Ein Boethia-Kultist. Die sind auf jeden Fall voll cool, die Typen. Ich glaube, hier will ich hin. Do you wish to test yourself against me? A well-placed word or a well-placed dagger, both can achieve equal purposes. Okay, zurück zum Thema. Boethia, dann muss ich jemanden hier hinführen. Die Frage ist, wen kann ich hier hinführen? Also ich denke mal, ich kann nicht einfach mit irgendjemandem sprechen und ihn hier hinführen. Es muss wahrscheinlich ein Follower sein. Das ist jetzt meine persönliche Interpretation und da ich mich nicht spoilern möchte, kann übrigens sein, dass unser Pferd stirbt, wenn wir das jetzt machen. Okay, folgendes, ich schnell reise nach Windhelm. Weil das Pferd steht ja auf dem Berg. Wenn wir es jetzt rufen, bewegt es sich zu uns und fällt wahrscheinlich tot um. Zurück zum Thema. Ich habe nur einen Follower, der noch lebt. Das sagt ja eigentlich alles über mich aus, was man wissen muss. Und bei diesem Follower handelt es sich um Anise Crackjumper aus Wurstwasser Crossing. Darkwater Crossing. Das heißt, meine Freunde, wir reisen nach Darkwater Crossing und überzeugen Anise davon, dass es eine großartige Idee ist. Das ist doch irgendwie dämlich. Wieso Anise? Weil sie überlebt hat. Keiner meiner Follower darf überleben. Ich bin allein. Alle, die mit mir kommen, sterben. Entweder durch die Hand des Gegners oder durch meine. Da hinten kämpft ein Zweigling. Was ist denn jetzt wieder los? Ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, ob sich die Belohnung für die Quest überhaupt lohnt. Also ob es sich lohnt, dafür einen Follower zu töten. Fakt ist, wenn wir diesen Zweigling nicht aus dem Weg räumen, räumt er vielleicht das Dorf aus dem Weg. Das wäre nicht so gut. Ah, wir hatten die Maske auch gar nicht auf. Oh, der Zweigling hat mal eben einen Hagraven getötet. Na gut. Ach, will ich Anise wirklich in den Tod? Ich weiß es ja nicht. Was sagt eigentlich das Questlog? Lead someone. Ja, dann muss das ein Follower sein. Ich habe nur Anise. Ich kann mir auch jemanden für 5000 kaufen. Nur Anise ist halt auch keine gute Kämpferin. Und da Ulf ja generell so ein Egoist ist, denkt er sich natürlich, Anise ist sowieso wertlos. Ich kann sie töten und dann auch noch essen. Hallo. What do you need, my friend? Anneke heißt sie. Lead the way. Okay, Anneke. Das wird deine letzte Reise mit mir. Ich hoffe, die Gegend gefällt dir. I can take you to any of the hold capitals. My carrot? Er ist leider verbuggt. Okay, wir werden schnell reisen. Aber nur nach Windhelm. Nach oben möchte ich selbst gehen. Ich habe Windhelm nicht discovered, aber die Stables. Wie gesagt, er ist leider verbuggt. Er ließ sich gerade nicht ansprechen. Das ist natürlich nicht so gedacht. Normalerweise müsste ich ihn ansprechen können. Es gab jetzt eigentlich keinen Grund dafür. Ach, Anneke.
Mann. Ich habe Erinnerungen mit dir. Aber Erinnerungen nur. Wird irgendeiner meiner Follower... Werde ich jemals Freunde finden in dieser Welt? Ich weiß es nicht. Das hier scheint dann der Weg hoch zu sein. Kann er sein? Ich guck mal, ob das der Weg ist. Folgen Sie mir, Anneke. Folgen Sie mir unauffällig. Ich werde Sie in Ihren Tod führen, aber das verrate ich Ihnen natürlich nicht. Das ist nie im Leben der Weg.